Was macht das mit euch, wenn ihr dieses Bild hier Yo, seht? Leute, und Yo, Leute, wie geht's euch? Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen zu einem neuen Warzone Verdansk Video. Ich wollte heute mit euch das Best-of nochmal anschauen. Es geht 50 Minuten, das habe ich ja letztes Jahr hochgeladen. Wir schauen uns nur ein bisschen Highlights an, damit ihr danach das Video auch, ich habe es euch unten verlinkt, direkt in der Beschreibung, auch nochmal ganz gucken könnt, weil ich habe da so viel Arbeit reingesteckt und es hat so viel Spaß gemacht, das zu schauen. Deswegen schauen wir uns jetzt gemeinsam nochmal die besten Momente aus Warzone an, die wir die letzten 2 Jahre so erlebt haben. Durch den Lockdown durch. Nehmt euch entspannt was zu trinken und schaut es jetzt mit mir zusammen an. Let's go. Wir werden heute nochmal die letzten 2 Jahre Warzone auf der Verdansk Map einfach Revue passieren lassen. Morgen! Es hat so schön angefangen, ne? Yo Leute, wo ist wieder am Start und heute gibt es wieder ein neues Warzone-Video. Hallo, hallo, let's go! Das erste Warzone-Video überhaupt, was ich dort live aufgenommen habe, die ersten Runden. Ich merke gerade, ich bekomme dadurch so gute Laune, das zu gucken. Ich denke gerade an die Zeit, wie wir da waren Alter, und nicht wussten, was auf uns zukommt. Nee, leider nicht. Das alte Gulag, Mann. Abgewonnen, ich komm wieder rein. Ich komm wieder rein, Jungs, nice. Nein. Ich merke gerade, wie geil es ist, da nochmal drüber zu kommentieren, so meine Eindrücke mitzuteilen, Leute. Schreibt mal gerne rein, was euer bestes Warzone-Erlebnis war oder woran ihr euch erinnert mit euren Freunden oder sowas. Ach, ich wünschte, wer dann nochmal zurückkommt, ne? Ja, da. Da ist schon angefangen mit dem dummen Toten. Oh, die erste einfach nur so oh, Georg, mein bester Mann, ne? Auch generell. Ihr habt ja auch geschrieben, ich soll mal wieder mit Ik von Akku aufnehmen, auch Phantom Gustav. Ich werde mir das zu Herzen nehmen, auch jetzt die nächste Zeit, auch wenn es auf der neuen Map manchmal nicht so leicht ist, mit den Jungs auch wieder mehr zu machen. Oh, jawohl, Junge! Na, Gönnung. War eine tolle Runde, oder? Hat Spaß gemacht. Oh, Alter, wie geil der Rauch aussieht. Da ist das Thumbnail entstanden von meinem ersten Warzone-Video. Und das war er hat den Fallschirm nicht gezogen, ich konnte... Oh, shit. Zack. Oh, easy, Junge, hab ihn instant down. Genau das. Ich frage mich, warum wir die K damals nicht schon gespielt und entdeckt haben. Die kam ja erst gefühlt nach einem Jahr oder sowas als Metasniper rein, so. Und dann ging's los. 10. März kam's raus. So an dem auf dich. Tag davor durfte ich's, glaub ich, hochladen. Ich habe ja noch eine Breze geholt. Ja, aber warum eine Breze? Das war so eine schöne Zeit, das Scheißding jetzt. Kein Schild mehr. Das war, glaube ich, der erste Battle Royale-Sieg. Und zack, Junge. Dann, dass die Leute am Anfang halt auch noch nicht so gut waren und alles. Nein, man konnte noch ein bisschen mehr ausprobieren. Das war schon eine schöne Zeit. Hab ihn. Oh mein Gott. Yeah! Oh mein Gott, da war der Sieg, wie sie da runterspringen von der Klippe. Haben wir so verdient, Junge! Alter. Und mir ging so die Pumpe, ne? Also die ersten Wins waren so ein krankes Gefühl und sogar heute noch ist es bei mir so. Das hat den Unterschied gemacht. Ich hab einfach bisher ging vielleicht, ich weiß nicht, ob es um Saft ging oder eventuell doch um... So, ihr kleinen Knirpse, jetzt seid ihr dran, ey. Halt, stopp! Leute, wusstet ihr eigentlich schon, dass ihr günstiger in den Urlaub fahren könnt, wenn ihr euren virtuellen Standort verändert? Ich kann es euch nur ans Herz legen, probiert es mit NordVPN mal aus, ihr findet das auch direkt in der Beschreibung verlinkt. Wenn ihr euch von verschiedenen Standorten anmeldet, könnt ihr halt zum Beispiel Flugtickets, Hotels oder Mietautos wirklich günstiger bekommen. Gerade jetzt, wo die Reisezeit auch wieder losgeht, wenn man mal in Cafés sitzt oder in Restaurants oder halt auch an Flughäfen sich ins Internet einloggt, macht da den VPN an, dann seid ihr viel, viel sicherer unterwegs und die können eure Daten nicht auslesen. Und manchmal hat man ja auch das Problem, dass man Inhalte angucken möchte oder darauf zugreifen will, auch Spiele, die man in seinem Land nicht bekommt. Und dann könnt ihr das Ganze auch einfach, indem ihr den Standort ändert, umgehen und dadurch dann auf Inhalte zugreifen, die ihr sonst nicht bekommt. Das ist schon eine coole Sache. Und probiert auf jeden Fall den neuen Bedrohungsschutz mal aus. Den könnt ihr auch in der App einfach aktivieren zusätzlich und müsst dabei den VPN gar nicht aktiviert haben. Und da bekommt ihr dann nochmal extra Schutz, dadurch, dass eben schädliche Websites blockiert werden, wenn ihr auf einen komischen Link klickt in einer E-Mail oder so. Und es wird auch vor Viren geschützt, indem, wenn ihr euch zum Beispiel Dateien runterladet, immer erstmal im Hintergrund das Ganze gescannt wird. Tracking wird auch verhindert und die nervig lästige Werbung, die ist dann auch einfach weg. Geht natürlich auch auf dem Handy. Ich habe jetzt zum Beispiel mal Österreich ausgewählt und der verbindet euch dann direkt damit. Ich nutze NordVPN jetzt auch schon seit ein paar Jahren und deswegen empfehle ich euch das Ganze auch. Link ist in der Beschreibung, da findet ihr dann auch nochmal einen Rabatt auf das 2-Jahres-Paket und nochmal einen extra Monat oben drauf, auch nur über den Link in der Beschreibung. Checkt das gerne mal aus. Tobi approved und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Okay, dann ging's los mit den MW. Waffen hier M4 im Nahkampf, ihr kennt mich, Sturmgewehre. Ja, hab ihn. Auch glaube ich sogar mit dem absoluten Rückstoß. Oh mein Gott. Da konnte halt noch nicht jeder Slide canceln und alles und es gab einfach auch schöne Momente, die man halt einfach so random erlebt hat. AX50, einfach so eine Liebe. Oh, den jetzt, ne? Da habe ich mich so im Keks gefreut, als ich den durch die Bäume geholt habe. Ja, ne? Ich werde mir heute eure Warzone-Clips anschauen. Schneid einfach aus. Das gab's ja auch noch, ne? Warzone-Clips. Hat seinen Mate da geholt. Wenn ihr da Bock habt, dass wir vielleicht nochmal sowas in die Richtung Warzone-Clips machen, schreibt mir das auch gerne mal hier runter. Oh ja, M13, das ist M13-Video. Oh mein Gott, habe ich ihn ausgelöscht. Auch so geil, Mann. Da kommt er. Die hat auch so Spaß gemacht. Chance gegen mich. Einfach als nur die MW-Waffen da waren, das war halt schon mega.
Hier kommt noch es war auch am Anfang schon so, dass wir durchaus öfter mal geraged sind. Oh mein das, ne? Gott, ey, was mache ich heute? Irgendwann wurde das gepatcht, dass es nicht mehr so krass Güte. Ging. Heute werden wir... Ich habe ein Klatschproblem. Nee, Spaß beiseite. Ich werde heute mit euch diese Klasse hier spielen. Das ist meine neue Warzone-Klasse mit der Grau und der HDR. Aber nur wenn man das sich so anschaut, ne? Jawohl, Mann, let's go, Alter! Genau so, Mann! Darauf trinke ich. Prost. Hast du einen? Hab beide. Oh mein Gott. Oh, let's go. Oh, darf ich den letzten noch? Komm. Er hat sich hochgehalten. Also, wenn wir das irgendwie in gewisser Weise wiederbekommen im nächsten Warzone, das wäre wirklich mega. Marenta. K-Video. Auch das war wirklich so ein geiles Solo-Video. Junge, Alter. Da habe ich alles weggekriegt. Ich sehe ihn kaum. Da, die Runde. Warte mal. Der da. Wird auch noch weggekriegt. Ich glaube, wir haben sie nicht gewonnen. Gönn dir. Aber da bin ich... auch von einem langen Tag irgendwie wiedergekommen, ausgestiegen. Nur ein, zwei Runden gespielt, aber ich glaube nur die eine. Und hab so die Slice verteilt. Nein. Das halt auch, ich erinnere mich so an jeden Moment der Videos, wenn ich die gucke. Nee. Warte kurz, warte kurz. Halt einfach ultra viel damit. Nein, nein. Dann Top 3 oder so werde ich rausgestellt. Alter. Finn LMG. Geisteskrank. Müssen wir eigentlich auch mal wieder alles spielen. Ryotic. Ja. Ah ne, warte mal. Zack. Das ist nicht die Waffe ist einfach göttlich. Wir sind gerade mal bei 12 Minuten des Videos, aber auch jetzt die random Tode, die alle reinkommen und was ich da so kassiert habe, ne, ist einfach zu schön. Upsala. Stopp. Da passiert auch noch was. Ich hasse es. Der hat das von oben irgendwie runtergeschmissen, ne? Guck mir das an. Anfliege. Die Szene werde ich auch nicht vergessen. Was? Als wäre es gestern gewesen. Ich stand da drauf. Oh, vorsichtig, ich habe nämlich mal wieder keinen. Und guck mal, solche Szenen, was ne? War das? Wie viel ist mir da passiert, was einfach und so random war? Zack. Und. Haust du rein? Du kannst. Ich hab mich so selber mit dem Auto geholt. Ne? Die Zone ist halt schon viel zu klein. Was mache ich hier eigentlich mit dem Auto? Ganz dumm. Das habe ich mich dann hinterher auch gefragt. Nein. Und ihr habt es auch sehr in die Kommentare geschrieben. Ja. Oh, geil. Und auch habe ich ja letztens sogar Rebirth gespielt. Kann ich euch nur empfehlen. Probiert mal wieder ein paar alte Metasachen aus oder SMGs auch. Oh Gott, er fährt. Ja, und oh da weiß ich auch nicht, warum ich... Ich habe mich einfach nur hinlegen müssen. Und jetzt kommt die Aufklatscher-Compilation. Sehr böse, aber nicht auf mich, oder? Kann man da drauf? Fallschirm. Beste Leben. Danke dafür wieder, ey. Ich habe schon viel und Quatsch das, gemacht. Was ist... Was geht hier gerade? Habt ihr die Tastatur noch gehört? Aber es war leider zu spät. Ja, ich glaube, das habe ich verdient. Auch so. Nein! Warum? Beim Gucken denkt man sich auch so. Oh ja, die Szene, ich bin in der Zone. Das war, glaube ich, nach langer Zeit mal wieder ein richtig geiler Solo-Win. Letzter. Das ist der letzte und dann. Ich dachte so, oh nee, habe ich ihn jetzt echt nicht bekommen. Und ich dachte schon, der flasht mich und ich sterbe dann. Oh mein Gott! Das war auch zu der Zeit, wo alle Roskin gespielt haben. Ich hab und das einfach so verschwitzt war. Was für eine Runde, Leute! Er hat eine gute Posi. Die FVR-Zeit. Geil, Mann. Out of Zone. Let's fucking los. So macht man das. Und ich wünschte, man könnte FFR auch wieder so spielen. Ne? Er ist ja auch grün. Auch die ganzen Easter Eggs, wie lange das aufgezogen wurde. Und das war wirklich eigentlich endlich, das Geilste. Ich glaub's nicht. Und jetzt so werden wir so weggeswiped. Was man machen muss, hier ist der große rote Knopf. Wollen wir den zusammen machen? Das ist der Kunden dort. Shield und... Hab ihn da in der Luft, lol. Fällt aus der Luft. Ikwa kam dann auch mit dazu. Oh ja, let's go. Da genau wurde dann immer mehr auf Gameplay-Fokus gegangen. Zack. Alter, so schön mit der Karte. Oh mein Gott. Also wenn jetzt nicht jemand in den Kommentaren schreibt, ich hack, dann weiß ich auch nicht, Alter. Besser runter? Und? Hab ihn. Und dann war ja sogar schon Cold War Zeit, beziehungsweise ich hab's ein bisschen anders, glaube ich, zusammengeschnitten auch. Jetzt hier, klick. Oh, die ist halt auch nice, Zucker. Ne? Die LW3 Tundra. Hab ich. Die halt da noch voll lahm reingezoomt hat. Oh, ich muss aufpassen. Ah, die Snipes, aufpassen. Ne? Die saßen auch. Jetzt kommt auch wieder ein richtig geiler Snipe, passt auf, Leute. Okay. Der allein. Hab K.O. Oh, nee. Nochmal geil. First try. Und dann hier Quickscope aus dem Heli. So schön. Down. Sollen wir den holen? Hab ihn. 10 kann ich ihm. Oh, hier unten. Ja, und klick. Weg. Zack. Mit der Tundra konnte ich eigentlich auch voll gut. Den Down auf dem Truck. Weil jetzt auch auf Range übel geil ist. Zack. Weg ist er. Alter. Geiler Bock, Mann. Down, einer, der im Auto. Ja, anderer down. Aber ist halt immer so, ne? Heute ist es. Du. Da hatten wir auch alle noch so Spaß. Und das war wirklich die beste Zeit, wenn man einfach eingegangen ist. Und da hat man sich aufgeregt, aber es war halt trotzdem immer auch. Mal wieder letzter No-Scope hier. Probier es. Zack.
Letzten geholt. Was, Junge? Dass man immer das trotzdem Erfolge und Spaß hatte. Ja, haben wir. Unvergessliche Zeit. Wir sind jetzt auch erst so in der Hälfte des Videos. Wir gucken noch ein bisschen weiter. Aber ja, die neue Map und die Erinnerungen auf Caldera sind bisher jetzt nicht so krass wie die hier. Ich bleib kurz sitzen, ne? Ich bin kurz auf Toilette. Was? Und Colette. Oh, Colette! Da müsst ihr euch unbedingt auch nochmal alles hier angucken, weil ich habe jetzt schon einiges geskippt auch. Einer war in der Garage. Oh, diese Grau-Variante. Oh, ihr merkt auch, dass ich die ganze Zeit einfach durchgrinsen kann, weil es halt... Oh, endlich, Junge. Einfach zu schön, um wahr zu sein, ist das nochmal zu gucken, so dieses Gebündelte. Free Fire Hitmarker, ich glaube, es sagt. Na, guck mal, da hab ich verkackt. Der Kollege jetzt, da hinten. Und jetzt hol ich mir die Kills. Die weg. Und dann? Ich bin gerade so scheiße. Müll, ne? Ich triff keinen Schuss. Das schneide ich rein. Das muss auch mit rein. Ja. Hä? Wieso treffe ich keinen Schuss in Warzone und bin trotzdem so stark? Ihr seht hier eine. Ein die Titel auch damals. Ich treff nichts heute! Hast du deinen Loot? Ja, ja. Ja. Hä? Nett, und damit, weiter geht's. Oh, aus dem irgendwo? Aus dem Bums. Da, Dings, weg ist er. Das ging halt auch nur auf Verdammt, weil es halt so viele verschiedene Arten. Einfach die perfekte COD Battle Royale Map halt so, ne? Viel im Downtown und so war auch scheiße, aber du konntest halt einfach woanders nicht aufhalten. Und es war so ein ganz anderes Gebiet und du hast dich so erinnert an alte COD-Teile. Ich hoffe so sehr, dass die das in der nächsten auch machen. Ah, ist das schön zu sehen. Da, oh nein, neben mir in der Zone noch. Weggelasert. Ah, oh mein Gott. Klar gibt's halt immer Camper, so, ne? Und wir auch mit Roskins. Ach du Heilige. Wirklich das legendärste Event überhaupt. Oh mein Gott, was passiert hier? Guck mal, das ist halt immer so, wenn du Kiste Sachen das erste Mal erlebst. Ne? Letztes Jahr war das Event auch cool. Ja, auch Uncut dabei, Uncut. Ne? Wusstest du? Ich bin auch Uncut dabei, ja. Wir haben immer rumgescherzt, weil wir immer gesagt haben, so, ja, heute machen wir mal wieder eine Uncut-Runde entspannt, weil wir halt echt stundenlang aufgenommen haben, bis wir dann halt mal lustige Szenen plus halt ein geiles Gameplay so irgendwie zusammen hatten. Okay. Niemals. Ja, die DMR-Zone, ne? Also in dem Video ist wirklich alles gebündelt, so schön drin. Volle Platten. Ja, wollo, die Lobbys sind voll tollo. Wollo, die Lobbys sind voll. Und Rose geht abfahren. Los mit dir, Max. Das war so morgens um 10, 11 Uhr, so ganz entspannt und ich voll gute Laune. Das ist Freude des Spiels hier. Wunderbar. Bam, Junge! Da! Ich wusste gar nicht, dass das kommt. Warte kurz. Ja, okay, ich hätte ihn gehabt, aber... Oh shit, hab guck dir das an, ne? Ich vermisse es. Niemals. Morgen. Wirklich? Morgen. Moin. Ich weiß nicht. Jawollo. Ja, ja, hallo. Ich mal kurz. Oh Gott. Kann ich den Handy aufrufen? Auf den Lang. Angst. Ey, nur am Grinsen, wenn ich das gucke, ne? Auf geht's. Da war die Stimme schon richtig gut. Jetzt geht's los. Absolut. Schöne Szene gerade, die ich nicht vergessen werde. Max! Was da passiert ist, ey. Und hier. Wie weit kann man springen? Jo. Nie im Leben habe ich das gemacht. Wow. Ich hoffe einfach so sehr, dass die nächste Warzone-Map halt auch so ein bisschen mehr was aus alten Maps hat und so. Herzlich willkommen zum neuen Video hier mit Fantun Aqua. Und ich bin Aqua. Guten Morgen. So, meine Freunde, wo wollen wir denn schon landen? Ich hab den gleich aus dem Auto raus. Nein, nein, nein. Der Knusper da. Und damit herzlich willkommen zum Video. Juhu, los geht's, heute finden wir Granatwerfer. Da hat auch so viel Spaß, exakt, ey. Diverse Espressi werden noch geköpft. Das sagt man so nicht, Mann. Doch. Ich bin tot. Oh, disabled. Ich sag das so. Ich hab einen. Schau mal, hier nein, sitzt nein, der Code. Nein. Achso, ich nehme ein Loadout. Nimm bitte, das Loadout. Max. Ich bin unter der Map. Ich hab den falschen gezogen und bin unter der Map. So schön. Also ich verstehe nicht, wie der Typ das immer macht, aber es ist unglaublich. Das war wirklich so eine Zeit, dass es immer mir passiert, so ein Quatsch. Jetzt hier. Max, bitte. Hab dir zugeschaut, aber ich hab mich echt. Da hab ich immer versucht, so schlechtes Movement zu machen. Ja, damit wir bessere Lobbys kriegen. Das ist ein neues Ding. Der hat vorhin schon die ganze Zeit so gespielt. Kann ich dein Geld haben? Das ist schön. Wie geht das? Da hätte ich auch das hier, richtig geile Duo-Runde mit Eckler zusammen. Sniper, rechts oben. Da oben. In dem Zoom-Visier. Hab ich. Und den letzten noch. Ja, nur noch die zwei. Ich hau nochmal eine Nate rüber. Escorts von mir im 16 weggeschallert und jetzt noch den Snipe hinterher. Bam. Die war so geil. Oh, nice, Max. Geiler Typ, Mann. Was kommt schon da? Oh, die wird ja neu. Die wird ja neu ist da. So, Leute. Das Intro war so nervig. Stell mir das vor, wenn du da gerade sitzt und redest das Ding da rum. Der ist aber echt massiv. Guck mal jetzt. Ist schon... Da ging es los mit den Lachflash wieder. Okay.
Wollen sie unbedingt zeigen, wie schön sie laufen können. Was schon wieder? Yeah. Und klick. Ich hab oh Gott, ey. Das war dann immer so, ich war abends um 22 Uhr, wollten die Jungs immer spielen. Ich schon völlig müde, weil ich halt eigentlich dann gefühlt ins Bett gehe. Oh, hab den? Oh, geile Szenen mal. Auf immer einen schönen 80er Beat, ne? Oh, ist ausgestiegen. Das nächste Auto weg ist raus. Geiler Typ. Das war dann die Swiss-Zeit. Jo, was? Schöne Dinger. Halt die Fresse, Eken. Einfach nur Liebe, ne? Aber das und war's. Pass mal auf, wie kann das passieren, was jetzt passiert? Danke für den Drop, Jungs. Oh, ich flieg mal. So random. Einer von 1000 Versuchen, wo das dann passiert, ne? Da hinten richtig schön weit. Nein! Und dann? Oh. Nein! Komm da jetzt mal rein. Das ist nicht passiert. Das juckt niemand. Wie viele Meter waren das? Ein kleines Stück Scheiße. Wenn ihr alle Momente sehen wollt und alle lustigen Szenen auch noch, dann schaut gerne das ganze Video an. Danke fürs zu Ende schauen und gerne mal Instagram jetzt auch die nächsten Tage auschecken, denn ich bin jetzt, wenn ihr das seht, gerade auf dem Weg wohin. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Da kommen die nächsten Tage auch noch ordentlich Content. Jetzt ganz viel Spaß, liebe Leute, mit, wenn ihr noch weiterschaut im anderen Video. Haut rein und bis zum nächsten Mal.